Ich komme ursprünglich aus dem Badnerland, bin jetzt aber schon seit über 30 Jahren in Kassel, Nordhessen ansässig und ich bin in erster Linie ein neugieriger Mensch. Ich sehe mich ein bisschen so als Katalysator. Ich habe irgendwann gemerkt, wir haben hier einen ganz tollen Rohstoff mit unserem Honig und ich bin immer auf der Suche nach verrückten Monomanen, Berserkern, die jetzt handwerklich irgendwas Besonderes können oder Lust haben, mit mir irgendwas Neues zu entwickeln, was vorher in der Form noch nicht da war. Ich ernähre mich weitgehend vegetarisch. Ich gehe nämlich gern essen im Herbstapfel. Und wer wissen will, wie die nordhessische Heimat schmeckt, der hat da am leichtesten Zugang wahrscheinlich über unseren Honig. Also ich finde es so genotten aus, schlägt einfach eine sehr gut sichtbare Brücke zwischen Vergangenheit und diese frischen, modernen, künstlerischen Ideen, die durchaus auch in die Zukunft weisen. Ich bin Michael Hertwig und das ist mein Hessen.